Hallo Freunde, heute möchte ich mit euch über ein für mich sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar geht es dabei um eine Krankheit, die ich habe und wie ich damit umgehe im Sinne von Outdoor. Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben, auf diesem Kanal habe ich schon mal darüber gesprochen, dass ich eine Schlafapnoe habe. Das ist nicht meine einzige Krankheit, die meine Atemwege blockiert, aber es ist mit die nervigste, wenn es um unser Thema Outdoor-Hobby geht. Gleichzeitig soll es in diesem Video darum gehen, wie ich damit mittlerweile umgehe und das zumindest für einige Teile von meinem Outdoor-Hobby relativ gut in den Griff bekommen habe. Erstmal ganz grundlegend für alle, die nicht wissen, was es ist oder ein bisschen Auffrischungswissen brauchen, was ist eigentlich eine Apnoe? Apnoe bedeutet so viel wie, dass man Schlafaussetzer hat, beziehungsweise im Schlaf Atemaussetzer. Dabei kann es aus verschiedensten Gründen dazu kommen, zum Beispiel starkes Übergewicht, aber auch einfach Tote-Zunge-Syndrom. Das ist sowas, wo man den Kopf überstreckt und dann auch nicht mehr richtig Luft bekommt. Das heißt, man schläft und dabei erstickt man sozusagen. Und kurz bevor man erstickt, wird einem ein Adrenalinstoß durch den Körper geschickt, dass man wieder anfängt zu atmen. Das ist natürlich logisch, dass das dann nicht sehr erholsamer Schlaf ist. Das heißt, Menschen, die eine Apnoe haben, müssen sehr viel mehr schlafen, um sich zu erholen. Das kann allerdings noch viele weitere Nebenwirkungen haben, so eine Apnoe. Zu diesen Nebenwirkungen gehören zum Beispiel, dass man starke Migräne hat, weil man dann dabei knirscht und weil man natürlich ständig mit Sauerstoff unterversorgt ist. Dass man wirklich bis zu depressiven Anzeichen hat, weil man nicht vernünftig Schlaf bekommt. Man kommt nicht in die Tiefschlafphase und kann sich somit niemals richtig erholen. Die Ausprägungen sind nicht alle gleich stark. Nicht jeder, der schnarcht und ein bisschen Apnoe hat, hat gleich das an krassen Symptomen, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich habe sie. Das heißt, ich habe so einen Test machen lassen vom Arzt, den die Krankenkasse natürlich bezahlt, wo mir nachgewiesen wurde, dass ich 56 Mal aufschrecke im Schlaf durch diesen Sauerstoffmangel. Das heißt, praktisch jede Minute, wenn ich schlafe, wird ein Adrenalinstoß in mich reingepumpt, damit mein Körper sich erinnert, aha, du musst atmen, sonst stirbst du. Das hat bei mir eben zu diesen Symptomen geführt, das heißt, dass ich sehr starke Migräne, teilweise zu Depressionserscheinungen hatte, weil es natürlich die Lebensqualität immens verringert. Es führte natürlich bis so weit, dass ich nicht mehr draußen schlafen konnte. Das Ganze geht noch mit Asthma, mit Allergien einher und so weiter und so fort. Das ist also meine Krankheit, mit der ich mich ein bisschen rumschlage und für die ich eine zumindest teilweise Lösung gefunden habe, über die ich jetzt mal ein bisschen mit euch sprechen möchte. Und zwar bekommt man, um mit einer Schlafapnoe umgehen zu können, ein Schlafapnoe-Gerät. Etwas, dass man nicht mehr Luft bekommt, unterbindet, indem man sich eine Maske aufsetzt, einen gewissen Unterdruck erzeugt. Ihr könnt euch gerne in das Thema selber einlesen, viel mehr möchte ich darüber gar nicht sagen. Die Funktionsweise ist aber klar, wir haben ein elektrisches Gerät mit einer Maske, das dafür sorgt, dass man nicht mehr erstickt, beziehungsweise der Körper nicht mehr bis zu diesem Punkt geht, um dann erst einen Adrenalinstoß rauszuschicken. Das heißt, man kann dann entspannter schlafen. Dieses Gerät ist ungefähr so groß, ich blende euch das auch gerne ein, mit noch vielen Bildern, die ich sonst noch habe, und benötigt eine Steckdose. Eine höhere Spannung, als es zum Beispiel mit einer Standard-Powerbank der Fall ist, natürlich. Jetzt wiegt das Gerät des Apnoe schon mal 1,5 Kilo. Das wäre natürlich relativ einfach zu machen. Könnte man auf einer Trekkingtour extra einplanen oder die Zeiten, die Weiten verringern bei Wandertouren etc. Das Problem ist aber natürlich, dass man diesen speziellen Strom braucht. Das heißt, man kann natürlich weiterhin Tageswanderungen machen, wo man plant, abends in einer Hütte zu schlafen, die Elektrizität hat. Jetzt bin ich natürlich nicht nur auf Trekkingtouren unterwegs, sondern auch oft auf Campingreisen und natürlich auch auf meinen Mittelaltermärkten, wo es dann auch draußen im Zelt schlafen ist. Man würde glauben, Elektrizität ist immer und überall verfügbar in unseren modernen Zeiten. Das stimmt aber überhaupt nicht. Auch auf vielen Festivals und Mittelaltermärkten werden Stromkabel nicht vernünftig über den ganzen Platz verlegt. Und auch wenn einem oft zugesichert wird, dass man Strom bekommen würde, weil man diese speziellen gesundheitlichen Anforderungen hat, in den meisten Fällen stellt sich dann am Ende des Tages heraus, oh, das funktioniert alles doch nicht. Und dann kann man nicht draußen schlafen im Zelt. Ich hatte so eine wirklich schlimme Situation, wo ich dann auch abends getrunken hatte. Wir saßen am Lagerfeuer, dadurch sind die Atemwege natürlich nochmal extra geschwollen, sodass noch weniger Luft durchkommt. Ich habe abends versucht, im Zelt zu schlafen und es ging wirklich gar nicht. Bis hin zu wirklich dollen Schmerzen durch das immer wieder Aufwachen, die Sauerstoffarmut und so ähnlich und so weiter.
Das heißt, ich hatte riesige Probleme und an dem Punkt habe ich mir gesagt, nein, ich kann mich nicht auf andere Leute verlassen, wenn es um Strom geht, damit ich mit diesem Gerät draußen schlafen kann. Ich muss dafür selber sorgen. Und da habe ich viel recherchiert, was man da machen kann, was sind die günstigsten Lösungen. Und günstig gibt es nicht. Das ist einfach ein riesiges Problem. Aber ich bin im Endeffekt darauf gestoßen, einen solchen, ja, ich würde es Festival-Akku nennen. Ihr könnt es großen Akku, ihr könnt es Generator nennen, wie auch immer. Da gibt es mannigfaltige Bezeichnungen. Aber auf jeden Fall ein Stromspeichergerät mit Steckdosenleistung. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Produkt von Sanfu, das mir zugeschickt worden ist, das ich testen soll. Ich habe mir auch einen solchen Akku schon mal vorher von der Marke Jackery besorgt. Die sind so, habe ich zumindest das Empfinden, Marktführer in Deutschland. Soweit ich weiß, ist auch zumindest der Vertrieb eine deutsche Firma. Diese ganzen Akkus sind alle immer relativ gleich vom Grundprinzip her aufgebaut. Sie haben natürlich kleinere Unterschiede in Bedienbarkeit, im Design und Ähnlichem. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein 500 Wattstunden Gerät. Etwas über 500 Wattstunden, diese krummen Zahlen sind natürlich aber immer mit Vorsicht zu genießen. Meiner Erfahrung nach sind diese Geräte vernünftig funktionierend, auch bei niedrigen Temperaturen. Das heißt, ich habe damit auch draußen geschlafen, bei teils Minusgraden oder sehr niedrigen Temperaturen um 5 Grad herum. Und dabei hat die Batterieleistung meinem Empfinden nach nicht nachgelassen. Wie funktionieren jetzt diese Geräte? Ganz einfach, du lädst die zu Hause über deine Steckdose auf in bis 8 Stunden. Die erste Hälfte von dem Akku geht sehr schnell und danach wird es langsamer. Ihr kennt das von eurem Handy. Und danach macht ihr hier einfach zum Beispiel bei diesem Gerät den Anschalter an und dann könnt ihr hier etwas betreiben, was 230 Volt benötigt, wie zum Beispiel ein Apnoe-Gerät. Es ist super einfach, convenient würde man auf Englisch sagen, convenient Produkte, Fertigprodukte, einfache, schnelle Produkte, die zugänglich sind für jeden, der auch nicht kochen kann, für jeden, der auch keine Ahnung, wie ich, ganz ehrlich, von elektrischen Geräten hat. Ohm, Impedanz, ich glaube, eins ist irgendwie ein Widerstand und so weiter und so fort. Da fragt bitte einen gebildeten Physikermenschen. Ich hatte in der 7. Klasse in Physik andere Dinge im Kopf, bin ich ehrlich, als mich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen. Warum überlasse ich eurer Fantasie? Das heißt, wenn ich zum Beispiel draußen zelte, dann sorge ich natürlich dafür, dass sowohl dieses elektrische Gerät als auch das Apnoe-Schlafgerät eine vernünftige, sichere Umgebung haben. Vielleicht so einen kleinen IKEA-Container mit Plastik, wo man sonst auch ein paar Klamotten und so drin transportieren kann, damit nirgendwo Wasser da rankommt. Und dann kann ich diese Sachen zusammen benutzen und kann damit mittlerweile draußen im Zelt schlafen. Das heißt, ich war zum Beispiel 3,5 Wochen mit dem Auto unterwegs, vom Mittelaltermarkt, zu Auftritt als Musiker und habe dabei auf verschiedensten Campingplätzen geschlafen, wo man auch nicht immer Strom bekommen hat. Auf den Mittelaltermärkten hat man praktisch nie Strom bekommen. Na, ihr kennt diese ganzen Probleme vielleicht, wenn ihr die Krankheit selber habt oder auf Strom aus irgendeinem anderen Grund draußen angewiesen seid. Und mit so einem Ding funktioniert das. Das ist es einfach. Das hier hat jetzt 500 Watt. Das heißt, wir kommen damit mit meinem Apnoe-Gerät ungefähr 5 Nächte hin. Ein bisschen sogar drüber. Nochmal einen halben Schlafdösetag oder sowas. Die gibt es in 3 Größen normalerweise, gern auch mal eine vierte, das heißt 2 Kilowattstunden, was natürlich schon ordentlich Strom ist. Das sind dann solche Riesendinger. Das hier ist eine halbe Kilowattstunde, dann gibt es noch eine Viertel Kilowattstunde und dann gibt es noch meistens eine Kilowattstunde. Das Ganze gibt es auch noch mit Solarpanels. Habe ich noch nie ausprobiert, wie Solarpanels funktionieren, dazu kann ich noch nichts sagen. Was für Funktionen haben wir normalerweise an einem solchen Gerät? Das ist natürlich ein bisschen herstellerspezifisch. Eine genaue Review zu dem Teil hier werde ich nochmal auf dem Ausrüstungskanal hochladen, wo es dann wirklich um die Spezifikation genauer geht. Wir gucken uns aber einmal an. Hier haben wir 2 Steckdosen zum Beispiel. Bei der Jackery haben wir eine. Dann haben wir hier Outputs für normale Netzteile. Dann haben wir hier noch USB-Anschlüsse, noch und nöcher. Wir haben hier oben ein 12 Volt Grillanzünderanschluss. Hier hinten kommt die Lüftung raus, Tragegriff und hier hinten kann man dann noch ein Licht anmachen.
Dabei sind diese Produkte wirklich sehr einfach. Ihr seht auch schon auf dem Display werden der Batteriestand zum Beispiel angezeigt. Hier wird angezeigt, wie viel Watt rausgeht. Das heißt, ihr könnt auch messen ungefähr und dann hochrechnen, wie viel verbraucht ihr denn wirklich mit dem Elektrogerät, das ihr benutzen wollt. Ihr könnt daran den Laptop anschließen. Ihr könnt dabei natürlich das Apnoe-Gerät anschließen. Wir haben eine komplette Musikanlage. Manchmal auf Mitleidermärkten kriegt man nicht mal als Musiker vernünftig Strom heran für eine Musikanlage. Und die braucht man nun mal ab einer gewissen Menge von Menschen, die einem zuhören wollen, und auch das zum Beispiel funktioniert. Die meisten Hersteller geben ungefähr bis 600 Watt an. Das heißt, Geräte, die so viel verbrauchen, funktionieren. Ich habe Videos gesehen von Leuten, die da Schlagbohrmaschinen anstecken. Eine Mikrowelle bis 600 Watt sollte auch möglich sein. Ich teste das noch zu Hause und so weiter und so fort. Das heißt, ihr merkt, wenn ihr Strom braucht, ein bisschen Lebensqualität, bei meinem Grund jetzt vielleicht auch aus medizinischen Hauptgründen, dann ist so ein Ding natürlich etwas wert. Ihr könnt da immer verschiedenste Angebote angucken von verschiedensten Herstellern. Da schwanken die Preise gern mal um bis zu 100 Euro. Natürlich bei 500, 600 Euro Geräten schwankt sowas gerne mal. Da packe ich euch natürlich unten in den Videobeschreibungstext ein paar Links rein. Da könnt ihr mal drauf gucken. Achtung, das sind natürlich Affiliate-Links. Das heißt, alle Probleme, die ich habe mit dem Draußenschlafen, wenn es um stationäres Schlafen geht, Camping, Festival, Mittelaltermärkte, im Auto schlafen, sind damit gelöst. Zumindest, wenn ich alle 5 Tage mal irgendwo an eine Steckdose rankomme, und das kommt man nun wirklich im Regelfall. Ansonsten kann man natürlich, wie gesagt, ein Solarpanel noch dazu haben. Weitstreckenwandern allerdings, so wie zum Beispiel Westweg-Tagetouren von 10 Tagen, die gehen immer noch nicht vernünftig. Das ist immer noch etwas, was mir fehlt. Es gibt solche Reiseapnoe-Geräte, die kosten aber selber dann auch nochmal locker 800 Euro und haben meistens einen Akku für einen Tag. Und das ist dann auch wieder nicht das, was sinnvoll ist. Das Problem ist, diese Geräte wiegen natürlich 6 Kilo. Das heißt, ich werde die natürlich nicht auf eine Wandertour mitnehmen, weil dann hätte ich bis zu 8 Kilo alleine nur durch mein Schlafen verbraucht. Dann kommen wir mit dem Rucksack fast schon auf 10 Kilo und dann haben wir noch kein Essen, Trinken, Wechselklamotten und ähnliches. Kamera-Equipment. Wenn ich rausgehe, dann drehe ich natürlich. Das heißt, da bin ich immer noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich das vernünftig hinkriege, weil man eben den Strom draußen nicht vernünftig bekommt. Was ich überlegt habe, ist natürlich, weiten Strecken wandern, vielleicht jeden zweiten Tag drin zu schlafen und dann so ein Reiseschlafgerät mit zu kaufen. Aber das würde halt selber nochmal 600 Euro kosten. Das heißt, man könnte eher darüber nachdenken, eine Hüttentour zu machen, die Elektrizität hat, wo man halt ein bisschen Geld bezahlt. Aber das ist ein, wenn auch gleich klingendes Thema, nochmal ein anderer Punkt. Ich bin erstmal sehr, sehr froh darüber, dass ich mittlerweile so ein Gerät und jetzt ein zweites zum Testen zugeschickt bekommen habe, womit ich wirklich viel jetzt wieder draußen machen kann, was vorher bei mir nicht so der Fall war. Wer übrigens ein bisschen mehr Ahnung von den ganzen elektrischen Begriffen hat, mit denen ich ja auch teilweise um mich geworfen habe in diesem Video, ohne immer ganz genau zu wissen, was es ist, der darf gerne einen Informationstext unten reinschreiben, was Impedanz, was Ohm genau sind und wie das unsere Entscheidung für so ein Ding beeinflussen kann. Könnt ihr gern nochmal reinschreiben, damit wir alle von deinem Wissen profitieren können. Die Apnoe hat mir einen Teil meiner Lebensqualität genommen und mit so einem Ding habe ich mir einen Teil zumindest wieder zurückerobert. Es macht mich einfach unabhängiger. Es macht mich auch, es gibt mir ein Sicherheitsgefühl, wenn ich damit im Kofferraum vom Auto unterwegs sein kann und immer weiß, ja, egal was jetzt ist, wenn ich jetzt ein Zelt hier hinwerfe, ich kann trotzdem mit der Maschine dann draußen schlafen, weil ich habe immer einen gewissen Vorrat an Strom, um mein medizinisches Gerät betreiben zu können. Und das Handy wird dadurch auch nicht leerer, sag ich mal so. Hast du auch eine Apnoe? Hat sie dich vielleicht genervt beim draußen schlafen? Schränkt sie dich ein bisschen ein? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Schreib doch einfach mal deine Kommentare dazu unten rein. Einfach deine Erfahrungsberichte. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein Thema ist, worüber nicht so viel gesprochen wird. Weil Apnoe wird natürlich auch gerne mal als Krankheit belächelt, wo einfach gesagt wird, ja, dann nimm doch ab. Die Apnoe wird beeinflusst durch Gewicht. Sie ist aber keine Krankheit, die ausschließlich durch Gewicht zustande kommt. Das heißt, auch wenn ich jetzt mittlerweile abgenommen habe in den letzten 1,5 Jahren, sogar relativ viel, habe ich trotzdem noch eine Apnoe. Ich komme da nicht drum rum. Und selbst wenn ich jetzt nochmal 15 Kilo abnehme, was ich vorhabe, werde ich immer noch die Apnoe haben und immer noch dieses Gerät benötigen.
Das ist einfach so. Und über diese Krankheit zu sprechen und auch unter Menschen zu sprechen, die ein sportliches Thema, und das ist Outdoor ja, als Hobby haben, ich glaube, das würde vielen von uns gut tun. Mir tut es auf jeden Fall gut, darüber zu sprechen. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Tja, Freunde, auf ein fröhliches draußen schlafen, egal unter welchen Umständen, egal wie wir es hinkriegen, wir werden es auf jeden Fall durchboxen. Ich freue mich, dass ihr dieses Video bis zum Schluss angeguckt habt. Ich hoffe, wir sehen uns bei nächsten Videos. Und ich sag mal bis dahin. Tschüss, tschüss.